So, herzlich willkommen zurück zu Emergency 4 und der Feuerwehrwegberg-Modifikation. Ich habe jetzt einfach mal gewartet, bis ein Einsatz kommt, damit die Videos nicht so unendlich lang werden. Deswegen habe ich ein bisschen vorgespult. Und der erste Einsatz ist schon drin. Guten Tag, mein Name ist Ali Rist und ich bin hier in Rickelrath, Anton-Heine-Straße. Ihr qualmt es aus einem Kleidercontainer. Ich warte dann hier auf die Feuerwehr. Und die kommt natürlich. Und zwar, alarmieren wir da die Löschgruppe Rickelrath. Ich hoffe halt, dass die ein paar Leute haben und achso. Ah, da kommen die doch. Genau. Da haben wir nur das MLF, aber das reicht auch für einen Kleidercontainerbrand. Sollte da keinerlei Probleme geben. Ich hoffe, es ist auch wirklich nur ein Containerbrand. Wenn es mehr ist, wird es enge. So, schauen wir mal. Grundsätzlich sind die MLFs ja gar nicht so verkehrt, ne? Ich meine, die meisten Feuerwehren haben die Probleme, dass sie meistens gar nicht mal eine Gruppe voll bekommen. Und meistens mit der Staffel rausfahren. Und das MLF ist ja im Endeffekt ein MLF, beziehungsweise, ja, ist ein LF, mit einer Staffelkabine. Was, ich finde das gar nicht so verkehrt. Erstens ist es deutlich kleiner als ein LF, so von der Proportion her. So dass du auch in engere Straßen reinkommst. Und du hast halt trotzdem den einsatztaktischen Wert von einem LF. Natürlich hast du nicht dann die Man, dir fehlt dann trotzdem irgendwann die Manpower. Wo haben wir denn? Ja, ist wirklich nur. Oh, schön, hier hört man gerade. Boah, das ist geil, wenn das so in der Ferne die Sirene hört. Finde ich schon mega. Das MLF ist auch bald direkt vor Ort. Müssen wir dann also das Fahrzeug. Oh, schön. Hat ja der Bauhof anscheinend gemeldet, dass es dort qualmt. Müssen wir erst hier aufbrechen mit dem Hallingen-Tool. Und dann direkt, was weiß ich, mit der SAE oder so. Naja, wie ich es gesagt habe, wenig Leute, aber das ist nun mal so. So, dann einmal die SAE. Und einmal aufbrechen den ganzen Spaß hier. Für solche kleinen Einsätze ist das natürlich perfekt. Ja, da reichen auch die paar Leute, ne? Richtig schöner kleiner Einsatz. Natürlich schwierig, hier direkt dahinter ist Hecke und ein paar Bäume. Also hätte leicht überspringen können das Feuer, wenn die Feuerwehr nicht einsatzbereit wäre und wir dadurch extreme Verzögerungen gehabt hätten. Genau, dann kommen wir beiseite und du löscht mal bitte. Wir hatten das drauf, 1000 Liter, ne? Das war's. Einsatz beendet. So, dann kann die Feuerwehr schon wieder abrücken. Und
Wir melden noch schnell, dass der Brand gelöscht wurde. Fahrzeug 20 höher. Warum atmet hier noch ein Europäer? Alter. So, sehr schön, dann war's das. Na komm. Das backt ja, glaube ich, gerade ein bisschen rum. Da backt das rum? Ah nein, hier ist wirklich nur einer unter Atemschutz. Warum seid ihr? Ich hab doch ausgemacht. Na, jetzt packt's rum. Fahrzeug 20. So, haben wir doch den ersten Einsatz relativ schnell abgearbeitet. Mal spannend, jetzt so Verkehrsunfall, oder wäre auch mal ganz interessant. Wir spielen übrigens früh 7.30 Uhr und Werkstag. Also, Leute, technisch, wie wir gerade schon gesehen haben, könnte es da manchmal enger aussehen. Allerdings haben wir zum Glück in der Feuerwehrwegwerks selber, beziehungsweise am Löschzug 1 selber, die Verwaltungsstaffel zur Not noch, die mit dem MTF von der Verwaltung kommt, um dann hier die Fahrzeuge zu besetzen. Ja. Höre. Und, ja. Müssen wir mal gucken, was so als nächstes kommt. Wie gesagt, Verkehrsunfall hatte ich jetzt erst einen. Und, das war auch nicht mal was Großes, da ist ein LKW in eine Scheune gefahren, aber es gab kaum Handlungsbedarf bis auf Bindemitte und also Öl aufnehmen und ja. Und natürlich erstmal eine Löschbereitschaft aufbauen, dass da wirklich sich nichts entflammen kann. Aber ansonsten gab es da nicht allzu viel für mich zu tun. Deswegen hoffe ich, dass es jetzt war ein bisschen interessanter, aber wir spielen immer noch auf dem Modus fortgeschritten. Okay. Servus, ich bin Martha Kurz und ich bin gerade in Wegberg Industriestraße 139. Hier qualmt es auf dem großen Platz hinter dem Bereich der Y und S Recycling GmbH und ich sitze im Verwaltungsgebäude und kann von hier aus nicht erkennen, was genau da brennt. Schicken Sie mir Hilfe, aber natürlich, machen wir mal Mittelbrand. Allerdings, alarmiere ich da dort. Einmal den kompletten Löschzug 1. Weil ich ja echt nicht weiß, was da ist. Und da rücke ich damit einen kompletten Löschzug an. Ja, lieber zu viel als zu wenig. Ich werde das HLF mitnehmen. Die DLK. Und das LF10. Vielleicht noch ein ELW. Wo kommst du denn her? Du fährst dann gleich mal den RW raus, den brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Da kommt ja noch, kommt denn ja denn alle her, jo. Da kommt's MTF. Oh, Handy, danke. Oh, jetzt haben wir ordentlich Leute.
So, dann machen wir erstmal die DLK einsatzbereit. Fahrzeug 9 hört. Höre. Wird umgehend durch Fahrzeug 8. Rettung Erkelenz, KTW 1, einsatzbereit am Krankenhaus Wegberg. Fahrzeug 7 hört. Ja, verstanden. Lass die Fahrzeuge erstmal rausfahren, dass die ja nicht die ganze Bude zurauchen. Fahrzeug 7 hört. Fahrzeug 7 hört. Auf dem Weg. Fahrzeug 7 hört. Schon unterwegs. Ja. Auf dem Weg. So. So, dann haben wir doch schon ordentlich Kräfte mit. Und ich rück dann jetzt auch gleich aus, so. Fahrzeug 7 hört. Fahrzeug 8 hört. Fahrzeug 10 hört. Hier kommen noch ein paar Leute, aber... Ich denke, das reicht an Kräften, was wir jetzt da haben. Ansonsten alarmiere ich nochmal nach. ELW wäre nicht verkehrt gewesen, aber naja, gut. Man kann ja nicht alles haben. Ja komm, fertig laden, wir müssen gucken, was da brennt. Kann ja alles sein, wenn es wirklich nur ein Kleinbrand ist, okay. Dann haben wir vielleicht minimal zu viel alarmiert, allerdings wissen wir das ja nicht. Wenn es eine unklare Feuermeldung ist, müssen wir erstmal vom Schlimmsten ausgehen. Und gucken mal. Wegberg 11, DLK 23 von Deutsche Elektrizitätswerk. Oh, hier brennt's. Dann Wegberg 11, HLF 20 von Leitstelle Kreis Heinsberg kommen. Dann Wegberg 11, HLF 20 aus 1 von 4 kommen. Okay. Ja, verstanden. DLK weiß jetzt nicht, ob ich die brauche, eigentlich ja, nicht, aber... Okay. Ich lasse sie erstmal hier hinten parken, oder? Theoretisch einfach, um es mal zu testen, könnte man die mal benutzen. Wo ist das HLF 20? Das sollte sich da hinstellen, ja? Okay. Dann setze ich die DLK hier vorne hin. Einfach um es mal zu testen. Okay. Schlimme ist auch, Wasserversorgung ist echt kacke, nämlich gar nicht vorhanden. Doch hier vorne. Gut, dann warten wir, bis das HLF 20 da ist und speisen dann die DLK und das LF ein. Dann wird das HLF nur die Wasserversorgung vor Ort aufbauen. Ich frage mich nur, in welchem Verwaltungsgebäude die Dame gesessen haben möchte. Weil von hier vorne, ob sie das so... Man könnte es die eigentlich direkt sehen, ne? So, da kommt schon mal das LF-10. Da ist direkt die DLK.
Oh, da kommt auch direkt das HLF. Wir schauen mal. Das ist natürlich auch doof, weil hier darunter Fahrzeuge stehen. Also schwierige Situation. So, dann baut ihr mal die Wasserversorgung auf. Genau. Der Vorhergang Kirchen 11, RW1 ist aus zum Maschinistenlehrgang über Meldeempfänger erreichbar. Kommen. Ja? Leitstelle Klasse Eisberg verstanden. Ja, um die Wasserversorgung kümmere ich mich jetzt direkt. So. Die Fahrzeuge sind natürlich schon wieder exorbitant nervig. Das war's. Hab jetzt ernsthaft viel zu viel aufgebaut. Ich dachte, hier brennt sonst was. Okay, dann war es halt nur ein kleiner Einsatz. Aber wir haben mal gesehen, wie die DLK funktioniert. Hätte jetzt sowieso nichts gebracht, weil das Dach einfach noch nicht in Flammen stand. Ich wollte es jetzt gerne mal probieren. So, dann bauen wir hier mal ab. Du kannst die DLK schon wieder zusammenbauen. So. Nein, das wollte ich nicht, sollte die alle raus, wa? Ja.
Und wir funken direkt mal mit der Leitstelle. So, und das Feuer ausgelöscht. Du musst gleich noch mal die Rolle zumachen. So, und dann haben wir es doch. Es waren jetzt zwei kleinere Brände. Also nichts wirklich Besonderes. Ach, hier ist noch was offen. Ah, fuck, habe ich ganz vergessen. Na, dann machen wir zu. So, dann kann die DLK auch abrücken. Haben wir es doch. Polizei. Ich brauche mal leider nicht mehr. Und dann haben wir den Einsatz auch abgearbeitet. Sehr schön. Ich würde sagen, das reicht doch erstmal. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.